Wenn du die Möglichkeit hättest, mit nur 10 Euro ein Leben zu retten, würdest du es tun? Wenn du die Möglichkeit hättest, mit gerade 10 Euro ein Menschenleben zu retten, würdest du es tun? Ja, ich würde. 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 Freunde von mir und ich waren vor 5 Monaten genau an dem Ort, wo es jetzt passiert ist. Wo jetzt vor wenigen Tagen über 400 Menschen gestorben sind und wo die ganze Insel oder das ganze Land erschüttert worden ist. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist etwas richtig Schlimmes passiert. Nicht nur ein Erdbeben, sondern mehrere Erdbeben haben die Insel dort dem Erdboden gleichgemacht. Wir selber waren dort und konnten 4 Wochen lang die wunderschöne Insel genießen. Ich zeige euch jetzt einmal ein paar Eindrücke, wie die Insel damals ausgeschaut hat. Heute schaut die Insel so aus. Wir 7 hatten das Glück, dass wir im März auf Bali waren. Wir hätten genauso gut erst vor ein paar Wochen nach Bali fliegen können. Wir hatten das Glück. Über 400 Leute hatten das Glück leider nicht. Und deswegen liegt es in unseren Händen, dass wir den Menschen, die wir so oft ausbeuten, deren Land wir uns anschauen können, wo wir hinreisen können, wo wir mit offenen Armen begrüßt werden, etwas zurückgeben. Und deshalb möchte ich gemeinsam mit meiner Freundin Lobi 20.000 Euro sammeln und spenden und persönlich gemeinsam mit Abu, mit den Einheimischen, nach Bali bringen und dann auch wirklich an den Ort bringen, wo es gebraucht wird. Wir wollen auch wirklich persönlich hinfliegen, den Leuten das Geld überreichen und tatkräftig beim Wiederaufbau unterstützen. Wir möchten nicht das Geld an irgendeine Organisation spenden, wo wir nicht wissen, ob das Geld dort ankommt oder nicht. Ich bin mir sicher, dass wir das zusammen schaffen können. Ich bin mir sicher, dass ihr so viel Herzenswärme in euch drin habt, dass auch ihr den Menschen dort helfen wollt. Du kannst natürlich auch mehr spenden. Je mehr, desto besser. Aber fang einfach mal mit 10 Euro an. Wenn du mit 10 Euro die Chance hättest, ein Leben zu retten, würdest du es tun? Wenn auch du die Möglichkeit hättest, mit nur 10 Euro ein Menschenleben zu retten, würdest du es tun?